Hey Freunde und herzlich willkommen zum Community Day 2.0. Ab jetzt wird eine Stunde lang aufgenommen und zwar ununterbrochen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der kleinen Map Bed Wars an. Also jetzt, ab jetzt wird eine Stunde lang gezockt. Ja, es kann was werden. Und für jedes Mal, dass ich ein Spiel verliere, habe ich hier vorne vor mir einen Zettel. Und da werde ich dann was draufschreiben. Und dort, wenn ich pro Strich, das bedeutet ein verlorenes Spiel. Und wenn da halt pro Strich, könnt ihr mir eine Strafe unter dieses Video in die Kommentare schreiben. Und wenn dieses Video online ist, dann werde ich erstmal bis Montag weg sein. Oder wenn es nach Montag kommt, dann tut mir leid, dann werde ich euch darüber über alles informieren. Jedenfalls habt ihr dann genügend Zeit, irgendwelche Strafen reinzuschreiben und mir es ordentlich eins auszuwischen. Ja, und deswegen würde ich sagen, versuchen wir, alle Runden zu gewinnen. Es ist natürlich, würde ich mal sagen, gar nicht möglich, alle Runden zu gewinnen. Weil das ist einfach zu krass. Einfach alle Runden, das wäre eine Nummer zu viel. Und ja, wir bauen jetzt erstmal hier das Bett leicht provisorisch zu. Hoffen, dass der sich nicht zu uns baut. Oder hoffen, dass wir bis dahin eine gescheite Waffe bekommen. Und zwar die Angel, wie ich sie in Bed Wars gerne nehme. Der guckt schon zu mir rüber. Ich wette, der will zu mir kommen. Aber naja, wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen was zu essen. Und werden deswegen hier... Es war so klar. Der kleine Hundi. Zieht er sich die Rüstung aus? Was will der bezwecken? Ach, der will bezwecken, dass ich... denke, er hat nichts. Naja. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal uns eine geile Angel. Und er ist gestorben. Und war das ein Igler? Ja, das war doch ein Igler, ne? Naja, würde ich. Ist mir egal. Wenn ich eine Runde verliere, dann wird halt die Strafe kommen. Deswegen muss ich diese Runde gewinnen. Oh, da wurden gleich zwei Betten zerstört. Drei Betten? Das Ding. Tschüss. Kann ruhig versuchen, mich runterzuschlagen. Hey, hallo. Ich klopf jetzt hier an. Hui. Flieg, mein Vogel. Flieg. Und zack. Weg ist er. Und weg ist sein Bett. Und der Grüne? Nö, nicht so ein Idiot. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Guckt ihn euch an. Ich will zwar nichts sagen. Och man, scheiße. 8x1 Maps sind halt beschissen, weil es da so viele Typen gibt, die herumigeln wie die Blöden. Nichts Besseres zu tun haben. Naja, ich habe eine Geheimwaffe und zwar die Angel. Und die benutze ich auch. Und erstmal holen wir uns jetzt eine Eisenspitzhacke und ich frage mich, wie viele Strafen hier in diesen verdammten eine Stunde Zocken denn vorkommen werden müssen. Ach, das kann schon was werden. Und ich sag schon jetzt, ich werde keine Sachen essen. Doch, Zwiebeln und sowas werde ich essen, aber nicht Belu oder Lupinatrink oder solche Sachen. Bitte nicht. Die werde ich einfach nicht. Sowas werde ich nicht machen. Okay? Einfach mal so zum Sagen. So, okay? Also, sowas eher nicht vorschlagen. Aber andere Strafen könnt ihr mir vorschlagen, aber auch keine Perversen. Spinnennetze. Gar nicht so dumm. Spinnennetze sind nie eine dumme Idee. Vermutlich so einer, der... Hallo? Der ist nicht schlecht.
Er hat ein Eisenschwert. Lol. Von wo hat er bitte... Ach, er hat den in der Mitte getötet. Okay. Eisenschwert, aber kein normales Schwert. Kann man mal machen. Hat mir die Kombo verteilt des Todes. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Wäre aber gar nicht so schlimm, weil diese Runde war ist ein bisschen beschissen. Weil hier alle die größten Idioten sind. Also diese Gegner, die man überhaupt nicht haben will. Zack, zack, zack. Aber ich denke, er kommt nicht. Doch, er kommt eben. Dachte ich mir doch. Zack, Essen rein. Das da rein. Und die Spitzhacke rein. Und das da rein. Zack. Dann... Und tschüss. Was? Ach, er hat Spinnennetze. Ja, ach, er hat einen Ping des Todes. Da steht schon mal fest. Naja, kann man nichts machen. Gegen Leute, die einen Ping des Todes haben und einem Notback des Todes verteilen, hat man keine Chance. Ja, das ist echt schlimm. Guck dir an, was für eine Range der hat. Das ist ja krass. Naja, die Runde verlieren wir. Werden wir verlieren. Können wir nichts machen. Hä, hat er gerade seinen Kopf woanders hingedreht? Okay. Will nichts unterstellen. Aber es sah halt schon komisch aus, aber... Naja, erste Runde verloren. Kein Problem. Ich werde hier einen Strich aufschreiben. Erste Runde verloren. Und dann würde ich sagen, spielen wir doch mal was anderes. Was können wir denn spielen? Was? Ach nein, es ist natürlich eine Runde Ender Games. Die geht immer rein. Small Mountains hier rein. Zack. Und die können wir nämlich auch easy gewinnen. Und zwar, was nehmen wir? Angsthase, genau, so. Wie ihr schon seht, boah, diese Coins, Digga. Aber da, ja. Jump. Der Gegner war echt gut. Der kannte so ein paar Tricks, die ich auch kenne. Ist halt komisch am Ende mit dem Kopf. Ich glaube, es war einfach nur ein Grafikpack von meiner Seite her. Aber, kann man nichts machen. Wir sind jetzt bei 7 Minuten. Roman ist online, moinsens. Und, ja. Das wird eine fette Aufnahme, Eine Strafe könnt ihr euch schon in die Kommentare schreiben. Oh, der eine hat einen Trobo-Skin. Und ich bekomme in der letzten Zeit in den Startkisten nur Scheiße. Das ist echt, ist schon fast kriminell strafbar. Oh, der hat Erfahrungsfläschchen. Ich dachte schon, der ist ein Wizard. Sobald ich Erfahrungsfläschchen hier sehe, dann denke ich, das ist ein Wizard. Und den will ich natürlich dann immer zuerst töten, aber da muss ich halt vorsichtig sein. Der kann mir seine Gifttränke so eklig reinhauen. So wie ich es halt immer mache. Der ist aber Känguru, oder? Ja, höchstwahrscheinlich, oder? Zack, zack. Ja, nice. Endlich was Gescheites bekommen. 3 Kisten und nur 4 Eisen. Das ist so, was ein Equip, das man eigentlich hofft, wo man Besseres kriegen könnte. Und zwar, weil... Zack, zack. Ne, zu spät, Junge. Weil man hofft eigentlich, da könnte man was Besseres kriegen. Andere könnten sich dadurch Full Iron machen. Weil sie halt sich dadurch Full Iron machen könnten. Und ich weiß nicht, was dieser Barbar hinter mir will. Es ist so witzlos. Warum hat er mir instant einen Headshot gegeben? Instant einen Headshot. Sorry, das ist so witzlos bei diesem, weil manchmal, er hat nicht mal auf meinen Kopf gezielt, er hat auf meinen Körper gezielt, aber ich muss das als tot gelten lassen. Wie eklig es auch war, weil sowas kotzt echt an. Ihr habt gesehen, er hat nach unten gezielt und er hat nicht meinen Kopf getroffen, hat er nicht. Aber er tötet mich trotzdem instant. Das ist so witzlos an diesem Bogenschützenkisten. Sie haben es zwar ausgebessert, aber es bringt halt immer noch nichts. Und ich würde sagen, wir spielen ein Zufallskit, aber das wird oh, Berserker. Ach, nicht das geilste Kit für diese Map. Nicht das geilste Kit. Aber man kann damit spielen. Ach, 2 Tode haben wir schon. Ey, das ist witzlos. Ihr wisst, was ich mit dem Bogenschützen-Kit meine. Ihr habt doch gesehen, der hat garantiert woanders hingezielt. Jedenfalls nicht auf meinen Kopf. Ich werde öfters von diesen gewone-shottet. Oh, da Lukas HD ist in der Runde. Du versaust mir die hoffentlich nicht. Und wir haben eine Angel. Geil, bringt mir nichts.
Und da ist auch nichts. Wir haben wirklich einen scheiß Start. Pech. Weil das hier ist, wie soll man sagen, die wohl dümmste Map Desert. Wobei, hier sind einige Hühner. Deswegen werde ich mich hier im Wald ein bisschen auf die Suche begeben. Weil hier im Wald ist die Hoffnung auf Tiere ein bisschen größer als woanders. Und hier sehen wir trotzdem keine Kisten. Trotzdem nichts. Ich sehe keine Kisten. Und ich sehe auch keine Tiere. Deswegen würde ich mir sagen, machen wir uns ein Holzschwert und kehren zurück zu den Tieren am Start. Weil am Anfang brauche ich die Resistenz. Später ist es vielleicht nicht mehr so nötig. Dann bin ich halt sowas wie ein Barbar, ein Kit ohne Nutzen. Und ich habe da gerade eine Kiste spawnen hören. Und zack, aber in der Kiste war nichts Gescheites. Und dann müssen wir uns beeilen. Schnell zu den Hühnern zurück. Eins töten. Zwei töten. Und drei töten. Vier töten. Und Resistenz erhalten. Der ist Tracker. Und das hat er halt gerade zu spüren bekommen, wie man damit keine Witze macht. Und der war Angsthase, konnte seinen Speed nicht ausnutzen, da er in einer unglücklichen Position stand. Ich habe für noch 50 Sekunden Resistenz 3. Och, Junge. Willst du mich verarschen? Angsthase, schon wieder einer dieser Sorte. So, wir haben ordentlichen Kistenloot gemacht in dieser kurzen Zeit. Also nicht Kistenloot, sondern an sich Loot. Weil wir halt... Glück hatten mit den ganzen Sachen. Mit den ganzen Kills, die wir ohne Ende machen. Wir haben jetzt schon 4 Kills, es sind noch 9 Spieler da. Und da haben wir diese Call Me Melissa. Und der kann von mir aus irgendjemand kommen. Ich kann tanken ohne Ende. Ich habe schließlich Resistenz und so alles drauf. Dann würde ich erstmal sagen, Schuhe rein. Eine Hose rein. Und gut equipped sein. Und auf den nächsten Gegner losgehen. Und eine Enderperle werfen, damit sind wir nämlich schneller. Und zack, zack. Da haben wir den auch weg. Und damit hat sich unsere Resistenz schon wieder verstärkt. Es ist geil. Das Berserker-Kit kann einfach rasieren ohne Ende. Und Enderperlenwurf. Der trifft gut. Naja. Nicht so, wie ich es erhofft habe. Och, da wurden wir getauscht. Nervig. Aber erstmal Schwert verzaubern. Auf Schärfe, weil ich will keinen Rückstoß. Mit Rückstoß kannst du nicht gut kombon. Ah, 24 Sekunden noch. Und Tiere ohne Ende. Das ist geil. Und wenn der Gegner dumm ist, dann kapiert er nicht, dass ich Berserker bin. Wenn doch, kapiert er das. Und rennt weg. Das sieht irgendwie nicht so danach aus. Er ist auch nur noch 23 Blöcke entfernt. Und da haben wir ihn. Das ist doch eine nice Runde. Wir haben zwei... Zack. Wir haben zwei Äpfel und 29 Gold. Und daraus können wir nämlich uns haufenweise Goldäpfel machen. Wir können uns auch einen Schnelligkeitstrank reinhauen. Und das Rückschluss zwei Schwert reinhauen in die Hotbar. Damit können wir mal so ein bisschen trollen. So im Kampf. Ups, nein. Hey. Ich hab doch im... Hey, du da. Komm her. Ich hab Goldäpfel, du Vogel. Gib mir dein Foldier. Ich will Foldier sein. Oh,
Och, Junge. Fuck doch nicht so ab. Och, nervig, diese Vergiftung. Habe ich keine Milch oder sowas? Nee, aber ist eh zu Ende. So, du kannst diesmal zu mir kommen. Denn ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ah. Kannst nicht comboen, aber du kriegst mit deinem Folier, hast du auch nicht genügend Rüstung, um mich Ewigkeiten wegzuhalten. Und jetzt hab ich Folier. Enchanted. Und zwei Spieler verbleiben noch. Und ja, easy win, würde ich mal sagen. Easy win. Leute. Das wird ein easy win. Yep, das wird einer. Zack. Komm her. Du machst mir nicht annähernd Schaden. Und GG. Gewonnen. Ja. So kannst laufen, wenn du Berserker bist und Resistenz hast und alles wirklich zerficken kannst. Der Techniker kam ganz gut gelegen. Fuldia ist Fuldia. Was willst du machen? War schwer zu machen. Ey, Ender Games gefällt mir immer noch. Ender Games sagt immer noch Party. Und deswegen gehen wir auf Planes. Wieder mit einem Zufallskit. Ach was. Ich will jetzt safe Runden haben. Wo ist der Berserker? Armer Nakroyum. Rein damit. So. Dann wird jetzt... Das wird geil. Ach, aber zwei Strafen habe ich schon. Scheiße. Leute. Das wird so behindert. Ich bumpe deine Augen. Was? Was? Oh Gott, Gott, Gott. Das ist geil. Eine Stunde. Wenn ihr bis jetzt das Video geschaut habt, dann schreibt mal ein Hashtag alles klar in die Kommentare. Alter. Okay, schreibt es einfach rein. Und hier. Zack, zack, Lava-Eimer. Lava-Eimer ist sehr gut, sehr gut. Zack, ich sehe aber noch keine Tiere. Ich sehe noch keine Tiere. Immer noch keine Tiere. Aber ich sehe eine Kiste. Und ich sehe, dass diese Kiste nicht sehr gutes Zeugs beinhaltet. Aber die beinhaltet gutes Zeugs. Und deswegen gehe ich jetzt ab zum... Oh, da ist ein Sonic. Ab zu dem Baum dort. Um mir gleich was zu craften, weil dann kann ich mir ja gleich zum Anfang gute Sachen machen. Der hat aus der Kiste anscheinend noch was rausgeholt. Aber das hätte ich auch nicht anders vermutet. Weil die Kiste wurde noch, soweit ich weiß, von keinem gelootet. Und jetzt haben wir auch mal eine Milch, um uns vor dem Vergiftungstrank zu schützen. Dort ist ein Link. Und hier sind Tiere. Und ich fange schon jetzt an zu schlachten. Und zwar, weil von der Schutzzeit her ist sonst genau nicht perfekt. Es geht genau perfekt auf. So. Komm her. Oh, bringt dir nichts. So. Och, nee, er hat mich tatsächlich bekommen als Berserker. Krass, aber abstauben kann man nichts anderes machen. Weil ich selber habe auch nicht gerade die meisten Leben. Wir spielen noch eine Runde Planes mit dem Berserker. Das heißt, dritter Stich ich auf. Drei Tode schon. Aber für 18 Minuten finde ich, drei Tode sind noch gar nicht schlimm. Wir springen anscheinend schon welche nach. Dieser LP mit Jotzi. Ah, nee. Von dem wurde ich gerade getötet. Ah, kann man nichts machen. Er war noch voll Herzen und ich bin noch nicht so eingespielt im PvP. Erst drei Strafen. Damit kann ich leben. Wie gesagt, ihr müsst halt die Strafen hochvoten. Wie ich halt euch gesagt habe. Und wo gehen wir hin? Oh, schön. Geile Grasfläche. Upp, warum schreibst du Hopp? Hast du einen an der Macke, du Hopp? Und zum ersten Mal habe ich nichts Gutes bekommen. Schon wieder. Also nicht zum ersten Mal. Oh, da ist ein Link. Den könnte ich eigentlich auch spielen. Aber Link ist halt eine schwere Sache. Den kannst du nicht gut spielen. Es ist schon krass. Wie der Enterhaken einfach nichts mehr zu gebrauchen ist, seit dieser Buff kam von ihm. Seitdem spielt ihn gar keiner mehr. Ist echt schade.
Das war das Kit. Jeder Pro, jeder gute Spieler konnte damit umgehen. Und jeder konnte damit rasieren, wie er wollte. Aber seitdem sie es gebufft haben, ist es ein nutzloses Kit geworden. Und es ist einfach nicht das, was es mal war. Finde ich echt eigentlich schade. Sie hätten den Cooldown ein bisschen niedriger stellen können. Und jetzt, wir töten schon jetzt Tiere, weil hier auf der Map sind überall Tiere. Und das bedeutet, wir hier zum Beispiel waren noch Tiere. Och, komm her, du dummes Kaninchen. Und deswegen können wir hier welche töten. Mit dem Holzschwert können wir natürlich auch ordentlich Kills machen. Zack. Und zack. Und da ist eine Kiste. Nice. Aber wir haben nichts mehr. Och, doch. Jetzt kriegen wir Eisen. Aber jetzt habe ich keinen Bock mehr, mir ein Eisenschwert zu craften. Okay, verstanden, GommaD.net-Team. Jetzt keine Lust mehr, okay? Wenn ich mich verarschen wollt, dann nehmt euch jemand anderen. Aber ich habe halt Angst. Ah, Rarschnitzel. Lustiger Name. Und der hat keine Ahnung, wie man läuft. Nice, GG, mein Freund. Mein Freund. Eine Endermilbe. Geht direkt. Haltet ihr mich für einen armen, kleinen Barbari, der nichts in seinem Leben erreicht hat? Ja, wenn ihr mich dafür hältet, dann seid ihr verloren. Und Speed rein. Huhu. Komm mit einem Holzschwert. Und warum rennst du weg? Komm doch mit einem Holzschwert. Und du kannst mir keinen Schaden machen, weil ich bin der King in der Haus. Und ich gehe zurück zu meinem Tierenhort, weil bei den Tieren kann ich mehr Resistenz farmen. Und wo war der Ort, wo die ganzen Tiere waren? Egal. Hier ist ein Tier gewesen. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt gehen wir rüber zum Crafting Table. Weil wir uns was craften wollen. Den Weg versperrt uns aber dieser Lobob. Oder er versperrt ihn uns nicht direkt. Ich würde sagen, er würde sogar wegrennen. Oh. Lol. Also, sorry. Dart Range, Jungs. Müsst ihr euch mal durch den Kopf gehen lassen. Habt ihr gesehen, aus was für eine Range er mich gehittet hat? Der hat doch noch ein bisschen gelaggt, ne? Hacker oder Not-Hacker? Zack, erstmal eine Hose rein. Und dann zack, so machen. Und zack, zack. Habe ich Äpfel? Ne, ich habe keine Äpfel. Habe ich Resistenz? Ja, noch für 35 Sekunden. Das bedeutet, ich werfe mich jetzt zu dem dahin. Zack, komm her. Ach Mann. Holzfäller. Echt eine Qual auf diesem Planeten. Und der da war auch eine Qual für den auf dem Planet. Ach je, der hatte Äpfel, habe ich gesehen. Aber nicht sehr viele. Zack, zack, zack. Einen Goldapfel können wir uns machen. Und noch einen schönen Helm. Wenn da jetzt noch was, noch Dias drin sind, dann heulig. Sind zum Glück keine drin. Und wir haben noch zwei Spieler leben. Ich habe keine Enderperlen mehr. Aber das juckt ja keinen. Habt ihr gesehen, wie der Kleine abstauben wollte? Ich glaube, ich hätte sein Schwert nehmen können. Aber zu die Faulheit, die man so hat als Schmallotten. Die ist halt groß. Und deswegen esse ich auch selten viel. Sondern bin so dumm. Und hallo. Aber jetzt ohne Witz. Jetzt muss ich wieder Tiere finden. Ah, ein Huhn. Ein einzelnes Huhn. Zack. Das reicht. Sollte reichen. Um den da zu kriegen, weil ich habe Resistenz und der nicht. So, zack. Komm doch her, Junge.
Jetzt denkt er sicher, ich wäre ein Vampir. Weil ich diesen verdammten Kaninchen nachrenne. Und es nicht hitten kann. Und ich glaube, ich habe meine Resistenz bereits verloren. Ja, habe ich. Und das ist so ein richtiger Bogenspammer. ADLP. Komm her. Mann, richtig nerviger Typ. Nerviger Typ. Mehr nervt mich nicht so sehr. Ich bin nämlich gleich tot. Der aber irgendwie auch, sonst wird er mich nicht. Der verfolgt mich nicht. Und komm her, du Huhn. So. Ich töte Hühner. Ah, das war sogar vorhin, habe ich gesehen. Ich hatte nur ein Herz. Das heißt, es war ein knapperer Kampf, als ich dachte. Und jetzt verzauber ich auch mal mein Schwert. So. So. Oh, Junge! Was bist du denn für einer? Oh, GG. Endlich habe ich den fertig gemacht. So easy geht es doch. So easy geht es. Kann zwar mit seinem Bogen spammen, was er will, aber mein Kit ist immer noch unbesiegbar. Hahaha. So, wir sind jetzt fast bei fast 30 Minuten angelangt. Deswegen würde ich sagen, spielen wir eine Runde Skivars. Eine 16x1er-Map. Und wir haben noch wir haben jetzt nur 3 Niederlagen bisher für fast 28 Minuten. Ja, wenn die Runden halt lange dauern, dann dauern sie halt lange. Wie ich nehme Zufallskit, nur ich habe Angst, dass. Ach, ich nehme es trotzdem. Zufallskit. Ist eingeloggt worden. Boots, Alter. So sehe ich das. Zufallskit ist eingeloggt. Was wird es wohl? Oh, ich habe immer noch Attentäter drin. Zauberer. Das hat mir sogar gewünscht. Dass ich das Kit bekomme. Oh mein Gott. Eine Diabrust. Das ist so selten. Das ist so hart selten. Das ist richtig hart selten. Und ein geiles Schwert. Noch Diamanten. Nee, egal. Diabrust, Alter. Diabrust. Junge. Eine Diabrust. Diabrust. So. Dann gucken wir mal, wie wir uns. Ach nö. Der hat sich jetzt auch hochgebaut. Und deswegen gehen wir hier runter vielleicht. Als Tank lässt du doch sicher die ein oder anderen guten Sachen unten liegen, oder? Hey, geiler Typ. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir gute Rüstung. Ja, aber die ist, hat eine sehr viel bessere Kombo. Als ob, krass. Wo kam die denn her? Ein Strich wieder auf die Liste. Zack, 4 Tode. Das war jetzt krass. Das kam überraschend. Und sie hat komisch gehittet. Komisch, aber naja, ich will nicht jeden als Hacker bezeichnen. Aber es komisch war, das war vorhin schon dieser eine, der ein Ungeheuer hatte. Dieses Kostüm hatte von dem. Der hat so erst gebacken und dann auf einmal hat er übelst die Kombo verteilt. Ne, ist es euch nicht aufgefallen? Das war schon nicht so legit. Vielleicht hat das Anti-Hack-System ihn geblockt, aber dann ihn doch entfallen lassen oder sowas. Keine Ahnung was. Ich weiß, ich trinke nur jetzt was. Kit wird auf Zufall bleiben. Nach so einer Stunde, nach 30 Minuten zocken, kriegt man halt schon mein Pipi. Oh Gott, Junge! Nach 30 Minuten zocken kriegt man schon so manchmal Durst. Und wieder das da. Also, zack. Und schön viele 12 Level. Oh. Zack. Nice. Der Enderperle vielleicht noch? Na, muss doch nicht sein. Jungs. Zack. Aber, 2 Dias, perfekt. Nice. Und Rückstoß rein.
Und jetzt mal gucken, ob sich schon ein Gegner zu mir getraut hat. Sieht noch nicht so aus. Deswegen traue ich mich mal zu einem Gegner. Und lege währenddessen noch das Feuerzeug, also das FNS, auf die andere Taste. Damit ich den auch schön weghauen kann, wenn es soweit ist. Und dann baue ich mir noch gleich hier Spinnennetze ab. Wie viele habe ich noch? Also wie viele? Oh. Ich habe leider... Jetzt hatte ich nicht genug Stöcke für ein... Wie heißt es? Für eine Angel. Aber jetzt habe ich genug. Und zack. Rein. Dann. Hier ist keiner. Deswegen mache ich mir jetzt eine Spitzhacke, mit der ich die nicht vorhandenen Dias abbauen kann. Scheiße. Oh, da hat sich wohl jemand drüber geworfen. Ich renne mal hinterher und versuche ihn zu... Alles klar, hat er sich zurückgebackt? Und versuche ihn zu holen. Zack, zack, zack. Und such. Hoch hinaus. So macht es der Baus. Uiuiui. Er soll nicht wissen, dass ich da bin. Er hat eine Dia-Hose. Jetzt eine Eisenbrust. Oh, verdammt! Aber ich habe ihn noch. Nice. Hoi. Heilige Makrele. War das ein Kampf? Ach, da in der Mitte ist ordentlich gefeidelos, ne? Was? Zack. Das ist nervig, dass man da nicht direkt hotkeyen kann. Weil das irgendwie blockiert wird. Und so. Jetzt, wo wir keine Heiltränke mehr haben, weil ich die wie ein Idiot, wie ein Kleinkind aufgebraucht habe. Ah, na toll. Zwei Spieler. Wirst du mich jetzt runterdroppen, mein Freund? Weil du es kannst. Oder was? Wo ist der denn überhaupt? Der ist irgendwo in der Mitte. Ich habe ihn doch gesehen. Zack. Und deswegen werde ich mich jetzt zu ihm mal bisschen hochlaufen. Ich glaube, der sneakt irgendwo. Nee, der ist dort. Hat er ein Water MLG gemacht? Hat er durchgezogen? Ja, er hat durch meinen Schlag anscheinend nicht so viel kassiert, wie er Fock zugeben tut. Er kann aber krass hitten. Er kriegt immer den First Hit. Aber ein Notback schwer regelt, würde ich sagen. GG. Es war krass, wie der gekämpft hat. Er ist immer so zurückgewichen und hat mir dann den First Hit gegeben. Ein 1-9 Spieler, würde ich mal sagen. Weil die können ziemlich gut treffen. Aber ich muss nicht treffen. Ich muss ihn nur einmal hitten mit der Angel und BAM! Boots, Notback Schwert, regelt, Amena Koyum. Ne, Spaß. Ja, gewonnene Skywars-Runde. Deswegen würde ich sagen, Fanning-Bindung vom Server trennen und auf einen anderen Server wechseln, zum Getdown spielen. Was zum Fick?
No further information. Mehr Spieler. Direkt verbinden. Revi ist down. Okay. Und dann, dann bleiben wir auf Gomme. Wenn Revi down ist, bleibe ich auf Gomme. Weil sonst kann ich ja nirgendwo anders was spielen. Und was spielen wir denn? Eine Runde Survival Game? Nee, da kann ich zu wenig. Oh, Survival kann ich zu wenig. Ach, was kann man nur spielen? Power Travel. Nee, ich habe keine Ahnung, was soll ich spielen? Ich denke, eine Runde Skywars kann ich schaden. Die tut nie schlecht. Oh, ein Spinnenkit habe ich bekommen. Ach, das ist doch lieb hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Gomme hat mal gesagt, alle denken, Lederbrust wird noch, die Ledersachen wird noch was bringen, aber sie tun es anscheinend nicht. Aber sie bringen doch immerhin irgendwas. Also noch ein kleines bisschen, also aufs halbe Herz kann man noch vielleicht gewinnen, weil durch dieses Zeugs. Und wir holen uns jetzt erstmal ein bisschen Holz, weil wir zu wenig Zeugs zum Rüberbauen haben. Du weißt, sollen wir doch gleich asozial sein. So, wo ist der Crafting Table? Machen wir uns gleich eine Diamantschaufel. Und bauen uns hier ein paar Schneebälle ab. Weil wir es können und weil wir asozial sind. Zack. Dann haben wir es gemacht. Haben ein paar Schneebälle im Gepäck. Und können dann jeden Gegner runterdroppen. Na. Nice, tschüssi. Der Double-Schneeball-Hit funktioniert immer. Und ist sogar noch sehr vorteilhaft gegenüber solchen Gegnern. Und zack, zack. Rüber geht's zu dem da. It's Abstauber-Time. Und das Abstauben wird nicht funktionieren, weil er noch fast voll ist. Verdammt, hat nicht funktioniert. Oh, der ist 2106 geboren. Wie krass. So, egal. Können wir uns eigentlich langsam ein neues Kit kaufen? Oh, Pines kann man nicht rein. Und wir haben verloren. Das bedeutet, wir... Habe ich fast vergessen. Ein Strich auf die Liste. Hätte ich jetzt fast vergessen. Korrigiert mich, ich habe bis jetzt 5 Tode. Nach mir. Und deswegen gucken wir mal. Jawohl, ich kann das Mage-Kit kaufen. Geil, wie geil. Das Mage-Kit. Damit können wir doch ordentlich mal rasieren. Hä? Na, das ist wohl üblich so. Eine goldene Karotte. Ein Holzschwert der Schärfe 2. Es ist so brillant. Und den Stärketrank werfen wir uns erstmal hier rein. Weil den kann man noch gebrauchen. Zack, rein. Nee, so machen wir es. Und so. Und dann können wir uns noch ein Dia-Schwert kraften. Ein Dia-Kraftschwert kraften. Und dann so machen und danach. Nee. Oder nicht? Oh, der ist am Arsch, du. Der kommt nämlich direkt, um ihn zu holen. Na. Ja. Die wird so erwischen. Zack, 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 zack. Und jetzt mache ich mir eine Spitzhacke. Und dann wird der wohl zu mir kommen. Wie es so für Tanks üblich ist. Oh Gott. Was zum... Hä? Wie ist er jetzt dorthin gekommen? Lol, wie ist er auf einmal dort gewesen? Hä? Was? Wie war er auf einmal dort?
Hey, das ist doch... Der ist auf einmal im Tempo, ohne in einem Tempo, was ich nicht kenne, ist er um dieses... Ist er um mich herum? Der ist doch gerade eben erst aufgeschlagen. Was zum Fick? Naja, 6 Tode, 6 Bestrafungen. Das ist auch mal eine falsche Runde. Ich gehe nicht in eine 3er-Map. Weg, raus. Skyland, lass mich doch rein. Warum sind alle 16 zu 1er-Maps voll? Das kotzt richtig hart an. Das hat mich jetzt echt verwundert. Dezent verwundert. Naja, kann man nichts machen. 6 Tode. Vielleicht, ach, der hatte vielleicht einen Speed-Trank. Stimmt, deswegen, der hat schon einen Speed-Trank gehabt. Ah, aha. Schmaluten begreift. Schmaluten jetzt will be intelligenter now. Und Schmaluten hasn't a good Rüstung. And so he will lost all fights. If we don't kill one people at the first time. And so he bow sich over to the other guy to kill him. To kill this guy. Und auf ihn mit Gebrüll. Ne. Oh, fast bekommen. Aber kann man nichts machen. Schlechtes Equip regelt halt leider nicht. Und gerade in die nächste. Ach, schon wieder kann man nicht betreten. Es ist so witzlos. Warum sind so Fehler denn da nicht einsatzfähig? Naja. Ich bin logisch. Ah, alles klar. Vielleicht hätte ich noch den Schwächetrank auf ihn werfen sollen. Hätte, glaube ich, aber im Endeffekt eh keinen Unterschied gemacht. Rüstung regelt einfach, aber Stärketrank halt auch. War also ein ganz fairer Kampf. Nicht für mich, eigentlich hätte ich gewinnen dürfen. Amen, Akkoyam! Also hätte ich gewinnen müssen, Idiot. Keine Brust. Das ist schade. Zack, 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 zack. 10 Sekunden haben wir noch Zeit. In den 10 Sekunden, du. Schaff mir jetzt locker, du. Boah. Und Stärketrank ist sowas von hart OP. Also, sorry. Das ist ja mega OP, aber ich habe den Trank scheiße geworfen. Oh Gott. Ich tue so, als wäre ich der Arme. Schmaluten. Bleib weg von mir. Und tu it weg. Boots, Junge. Boots. Hatte der nicht noch eine Enderperle? Ja, eben. Dachte ich mir doch. Und ich habe noch immer Stärke. Und ich will jetzt eine geile Brust haben. Ach, da war sie schon. Zack, zack. Ich denke, es ist irgendjemand in der Mitte. Deswegen fasse ich den Goldapfel. Werf mich mal dorthin. Oh Gott, im Alter. Willst du mich verarschen? Aber ich habe noch Stärke. Sollte ich ausnutzen. Alter. Noch ein Mage. Ja, das ist nice. Dann können wir die Stärke. Ha, verbrennen wir? Bitte nicht. Bitte nicht. 5. Was? Wie ist das bitte möglich? 5 Enderperlen. Alter. Alter, nice. Geile Runde. Der hatte 5 Enderperlen. Was zum Fick, ey. Wo hat er die denn alle her? Wir haben jetzt gar keine Schwächetränke ein. Alter. Junge, Junge. Das war die krasseste Runde, die ich je hatte. Ohne Witz. Was war da los?
Naja, ich würde jedenfalls sagen, wir spielen wieder eine Runde Bad Wars. Hä, weil das war ja so krass. Wie kommt man an 5 Enderperlen? Ich hätte beim Stärketrag hätte ich so einen Gegner nach dem anderen ausschalten können. So, Boots, Enderperle, zum nächsten. Boots, 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 Racktrank, alles. Alter, was eine krasse Scheiße. Was eine kranke Scheiße. Was eine kranke Scheiße, hier ohne Witz. Wir sind schon bei 45 Minuten angelangt. Ey, nur noch 15 Minuten geht das Video. Also, in Anführungszeichen, nur noch. So, jetzt Boots, 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 Boots. Peter spielt. Dagis Hoden brennt. Das da machen wir jetzt erstmal Foto. Screenshot, das kommt erstmal zu Logo. Dagis Hoden brennt. Logo, wenn das ist. Ich will. Dagis kann deinen Namen nicht schreiben. Oh, cool. Leute. Jetzt versuchen wir eine Runde Bad Boss zu gewinnen. Mit asozialen Tricks. Und indem wir uns gleich rüberbauen. Ich denke, dafür brauchen wir so um die 64 Blöcke. Und die sollten wir, haben wir jetzt schon zusammen. Zack, 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 zack. Und, na, da haben wir das Eisen verloren. Ist mir egal. Egal. Wir holen uns ein Schwert. Ein Schwert. Und dann holen wir uns eine Spitzhacke. Und noch ein bisschen Essen. Und dann haben wir alles. Und dann geht's auf zum Gegner. Zack. Okay. Dagison brennt. Geht anscheinend ab. 27 MS. Den Clan kenne ich doch irgendwoher. Oder? Aber ich denke, so Namen darf man noch nicht schreiben, sonst wollen ja die ganzen Dagi-Fans herum. Gott. Im Himmel. Beschütze uns vor Dagi-Bee, sollte man sagen eigentlich. Ja, genau. Verteilt halt noch eine Combo. Als ob er so eine Combo verteilt. Er kommt zum Glück noch nicht. Er wartet, weil er ja ist eindeutig low life. Ich muss kein Genie sein, um das zu sehen. Ach, Idiot. Wer greift an, wenn er so low ist? Und denkt an, er könnte noch irgendwas reißen, wenn ich mich voll equipped habe. Zack, zack. Er hätte auf Zeit spielen sollen. Auch Zeit, mein Junge. Aber das sind so diese unerfahrenen Bad Wars-Spieler. Ja, das sind die unerfahrenen Bad Wars-Spieler. Zack. Und weg ist sein Bett. Ich hatte mal kurz Schiss, dass ich sterben würde, aber hat sich im Endeffekt anders erwiesen, als ich dachte. Goldschwert Level 2 haben wir drin. Oh, wir haben uns gar keine Angel gekauft. Hey, ich dachte, wir hätten uns eine gekauft. Naja. Juckt ja niemanden. Jetzt gucken wir mal, ob wir die Ersten in der Mitte sind. Oh, der eine ist im Trailfingers-Clan. Trailfingers, jetzt ist die Ente da. Oh Gott, ich lass schon jetzt zu singen, okay? Ich war weil ich glaube, sonst würdet ihr instant abschalten, wenn ihr seht, dass ich singen würde. Das wäre einfach zustimmen. Was? Wir haben 120 FPS? Kann nur ein Fehler in der Aufnahme sein, oder? Zack. War noch keiner in der Mitte. Nein, es war anscheinend noch keiner in der Mitte. Und wir haben uns eindeutig fast zu viel Zeit damit gelassen. Wir sollten nämlich schnell OP-Sachen bekommen. Es war noch keiner in der Mitte. Nee, es war noch keiner in der Mitte. Krasses Ding auf jeden Fall. Jetzt müssen wir nur
schnell alles einsammeln. Zurück zur Heimatbase. Weil sonst kommt der und klaut uns unser schönes Bett. Ah, da sind aber, da fighten aber gerade einige. Orange hat noch ein Bett. Okay. Das ist gut zu wissen. Deswegen holen wir uns erstmal einen Achterbogen. Und ein Schwert. Und was dieser Peter da macht, das weiß ich auch nicht. Der spielt wohl an seinem Peter. Zack. Low. Ja, nice Beleidigung. Low, jemand low zu nennen, ist echt, echt schikanierend, Leute. Ihr solltet wissen. Das ist das Schlimmste, was man zu einem sagen kann. Low! Hey, du bist ein Low, Amenakoyum. Und dann holen wir uns auch einen Speedtrank. Speedtrank. Schau, was er aus dir gemacht hat. Dieser Speedtrank. Ach Gott, hör auf zu singen. Schmalle. Du willst ihn doch allen die Ohren kaputt machen. Im Endeffekt schon irgendwie. Hehe. Ist so einer von diesen Iga-Profis. Okay. Er kann es wohl nicht lassen, mein Bett versuchen zu holen. Deswegen holen wir uns jetzt mal einen Warp Powder. Igler, Idiot. Und weg ist er. Zack, zack, zack. So. Ich würde sagen, wenn er dann... Das ist der letzte richtige Gegner für uns. Weil Schwarz hat gequittet. Und jetzt versucht er sich in die Mitte zu brieseln. Aber wir lassen das nicht zu. Wir holen uns ein Warp mehr, setzen das Warp Powder ein. Und was war das jetzt für ein Versuch? Ich glaube, er quittet einfach. GG. Ich weiß nicht, was das genau war. Aber er ist einfach gequittet. Ich wollte ihn so richtig hart fertig ficken. Und er ist einfach instant gequittet. War ich jetzt ein scheiß Spieler? Ist er deswegen gequittet? Weil ich ihn mit dem Bogen getötet habe? Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir spielen auf jeden Fall mal eine Runde Aura. Weil das ist auch noch ein ganz netter Spielmodus. Der kann nur manchmal extrem lange dauern. Aber naja. Enjoy my ping. Ganz klar. Ich enjoy ihn nicht, weil du ein Non-Premier bist. Aber... Teamen ist verboten. Das wissen die hoffentlich. Hoffe ich. Habt ihr den Wort jetzt verstanden? Nee, war nicht. Schade. Der war auch nicht. Ups. Yep, der war auch nicht. Der war auch nicht. XX Tiger. Hashtag Tiger. Enjoy my ping. Na gut, die sind tatsächlich in einem Clan, aber sie teamen nicht. Gute Sache. Und so, dann mischen wir uns da mal jetzt ein. Zuki, Clan Zuki kenne ich nicht. Meine Springtaste backt manchmal so. Zack. Hoffen wir, dass mal der erste stirbt. Hui. Und da bin ich weg. Weil ich da oben bin. Ist lustig, hier oben zu chillen, ne? So, ich bereue es doch, dass ich Aura genommen habe, weil Aura
kann extrem lange dauern. Ihr seht hier, wenn einer einfach genügend, manchmal kommt es am Ende einfach nur noch darauf an, dass jemand genügend Enderperlen hat oder sich jemand auf den GLP Tower hochgeht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal in die Arena, da geht wenigstens die Party ab. Zack. Was machen die? Oh. Also ich will zwar nichts sagen, aber... Was? Was die machen, ist ziemlich hart ans Teaming. Ah, Idiot. Hatte sich tatsächlich noch hoch... Ah, nee. Aber der hat sich noch hochgebackt. Nice, sicker Move. Aber meine Moves sind sicker. Denn die haben... Geil. Und in der Lava sollst du schmoren. Sollst du schmoren. Sollst du schmoren. Wo ist er hin? Nice. Er ist weg. Und er hat mir währenddessen sogar noch einen schönen Speed-Effekt gegeben. Zack. Und da geht's hoch. So, der laggt ein bisschen, würde ich sagen. Deswegen versuchen wir ihn so zu töten. Zack. Jetzt stirbt doch endlich. Ich muss immer hinter mich schauen, weil sonst kommt noch einer am Ende und tötet mich. Mache ich eigentlich mit dem Holzstick weniger Schaden? Okay. Der hat gelaggt des Todes, aber hat es dadurch auch geile Sachen gegeben. Geh, Ben. Versteht ihr wieder? Ne, besser nicht. Join My Ping ist anscheinend nicht die schlechteste, weil die hat jetzt ein... Oh Gott. Leute. Da war ein Loch. Da war ein Loch. Die Runde habe ich eigentlich auch verloren, oder? Also 8 Striche. Und wir sind bei 55 Minuten. Eine Runde geht noch von irgendwas oder nicht. Was können wir denn noch spielen? Wollen wir, damit die Bestrafung ein bisschen besser wird, noch eine Runde Rage Mode? Nee, ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, würde mich auf jeden Fall riesig freuen. War extrem lange Folge, ich werde auch extrem viel Arbeit hier reinstecken. Sagt, wer hier alles bis zu Ende geguckt hat, der schreibt jetzt einen Hashtag Schmalle in den Chat, also Hashtag Schmalle, so, Hashtag Schmalde, also Hashtag Schmalle, so muss man es in den Chat schreiben. Und ja, ich würde sagen, wenn euch diese überlange Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bewertet eure Strafen, die ihr mir vorgemacht habt. 8 Strafen können ausgewählt werden. Und ja, bringt die Vorschläge in die Kommentare. Ich bin in den Ferien, also bis Montag höchstwahrscheinlich. Und deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Schmaluten.